Das Beinbewegen ohne Schmerzen. Für Katrin Gienke jahrelang nicht möglich. Aufgrund einer erblich bedingten Arthrose hatte die 54-Jährige sogenannte U-Beine bekommen. Eine Fehlstellung, die ihren Alltag stark beeinträchtigt hat. Ich konnte nur noch 10 Meter am Schritt, also am Stück gehen. Und dann haben die Beine sich verkrampft und auch zunehmend wurden die Schmerzen stärker in den Knien. Und ich habe also über Jahre dann nur Schmerzmittel noch einnehmen müssen, um die Schmerzen auszuhalten. Neben Rückenleiden und unfallbedingten Störungen der Stütz- und Bewegungsorgane ist die Arthrose ein großer Schwerpunkt der Klinik für Orthopädie. Hier liegt der Fokus sowohl auf der Prophylaxe als auch auf modernen Gelenkersatz-OPs. Da haben wir jetzt seit etwa 4 Jahren individuelle Endoprothesen für das Kniegelenk mit individuellen Instrumenten, die speziell für der Patientin Knie angefertigt werden. Und in der Tat, da spielt die 3D-Technologie heute eine große Rolle. Durch Schnittbilddiagnostik, 3D-Rekonstruktion und 3D-Druckerbasierte Technologie für Instrumente und Implantate. Solche individuellen Knieprothesen hat auch Katrin Gienke implantiert bekommen. Der Vorteil gegenüber Standardprothesen? Bei dieser Prothese habe ich eine Größe, die nur auf dieses Gelenk passt und ich habe keinen Überhang, wo ich dann die Möglichkeit habe, dass der Patient Schmerzen dadurch hat, dass Strukturen an der Prothese entlangreiben. Oder einen Unterhang, das heißt, wenn die Prothese zu klein ist, kann ich einerseits eine falsche Rotation, eine falsche Drehung einbringen in das Gelenk. Oder das Gelenk kann sogar einsinken und dann kann es zu einer frühzeitigen Lockerung des Gelenkes kommen. Solche Probleme lassen sich dank der passgenauen Prothesen vermeiden. Außerdem bieten sie eine hohe Beweglichkeit und Belastbarkeit. Wir raten unseren Patienten dazu, dass sie möglichst Sprungsportarten und Stop-and-Go-Sportarten zunächst meiden. Aber der Patient soll und darf nach der Operation in den Sport wieder gehen, in den er vorher auch durchgeführt hat. Also wenn er vorher gut Tennis gespielt hat oder vorher gut Ski gefahren ist, dann soll er das nachher auch machen können. Für Katrin Gienke hat sich vor allem ihre Lebensqualität deutlich verbessert, seit die Fehlstellung ihrer Beine behoben ist. Ich kann wieder wandern gehen, ich kann wieder ohne Probleme einkaufen gehen, ich kann meiner Arbeit wieder nachgehen ohne Probleme. Ja, also es ist optimal geworden, würde ich sagen. Zwar gibt es Kritik, Individualprothesen seien zu teuer und zu aufwendig in der Logistik, doch aus Sicht der Klinik für Orthopädie überwiegen die Vorteile. Mit der steigenden Zahl wird natürlich der Kostenrahmen wahrscheinlich kleiner. Zum einen und zum anderen gehen wir, die das anwenden, alle davon aus, in Europa, Nordamerika, dass diese Implantate viel länger eine gute Funktion haben, viel weniger häufig Probleme machen, viel weniger früh gewechselt werden. Mit genauen Studienergebnissen ist in 10 bis 20 Jahren zu rechnen. Dazu beitragen werden auch die etwa 100 individuellen Prothesen, die jährlich an der Düsseldorfer Uniklinik eingesetzt werden.